Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich weiß übrigens noch gar nicht, wie ich das jetzt eigentlich mache. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, weil das ist ja jetzt neue Staffel und so. Ob ich einfach nur die Playlist, also eine neue Playlist anfange und da dann halt reinschreibe Staffel 2 und die Folgen aber einfach weiter nummeriere, dann wäre das jetzt quasi Folge 244. Oder ob ich wirklich auch die Folgen neu anfange zu benennen. Aber irgendwie strebt es mir dagegen. Also, ne, das ist so ein hässlicher Name, so wie American Talk Simulator Staffel 2, Folge 4. Hey, ich glaube, ich bleib wirklich bei dem, dass ich die Folgen einfach weiterzähle. Ja. Also müsste das jetzt die Folge 244 sein. Lass uns loslegen. Tja, ja, das ist gut. Das gefällt mir. Halt, erstmal Musiker machen hier. Ne, das ist also inhaltlich auf jeden Fall neue Staffel, weil das Spiel sieht halt komplett anders aus. So, das ist gar nicht mehr ATS, das ist jetzt BTS. Wow, ja gut. Es ist also kein Eurotalk-Simulator, kein Talk-Simulator mehr, sondern jetzt eine K-Pop-Gruppe. Let's go. Vor allen Dingen halt, ne, weil wir auch neu beginnen im Game, also neue Firma gründen und so. Von daher, neue Staffel ja, aber ich ziel einfach trotzdem weiter. Ich meine, beim Creative Server Let's Play, also hier bei meinem Test, da bin ich auch schon jenseits der 300. Ich glaube, es ist schon mittlerweile knapp an der 400. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen mein Test habe ich schon. Also, Creative Server Let's Play. Ich glaube, wir sind irgendwo in der guten Mitte von 300, ne? Also so 340 oder so. 340, 350 oder 360, irgendwie so. Ach, hier ist schon wieder diese komische X-Strafen. Ausfahrt. Wer erfindet sowas? Ja, leider ist es immer noch so, dass man sich immer noch nicht selbst sieht, ne? Da müsste man sich eigentlich den LKW drin spiegeln sehen. Aber gut, ich meine, noch passiert die Engine ja auch auf DirectX 11. Beziehungsweise unter Linux sowieso OpenGL. Vielleicht wird das ja dann in dem Zuge, wenn die Engine wirklich irgendwann unter DirectX 12 läuft. Vielleicht gibt es ja auch tatsächlich unter Linux den Vulkan-Port. Ich verstehe sowieso nicht, warum sie nicht einfach allgemein auf Vulkan setzen. So, Vulkan gibt es unter Windows und unter Linux. So, let's go. Gut, OpenGL gibt es auch unter Windows und unter Linux, ja. Ja, warum sie nicht einfach einen Vulkan-Port machen? Direkt DirectX. So, 600 Meilen bereits. Das ist doch schon mal eine schöne Strecke. Ah, jetzt können wir hier 75 fahren. Let's go. Also 120 km/h. Da ist schon mal ordentlich. Alter, der Kevin sieht richtig ab hier. Let's go. Gut, okay, der Feldweg ist jetzt auch nicht so schwer, glaube. Aber trotzdem, wie der hier loszieht, Alter. Na gut, 4 Tonnen, ja, gerade mal. Und die anderen gucken hier mit keine Ahnung was rum. Apropos Geschwindigkeitsbegrenzung. Man sieht das auch schön. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Doch, müsst ihr eigentlich sehen. Hier. Sieht man immer
in dem Gebiet, in dem er gerade ist, also in dem Fall hier den Bundesstaat, siehst halt immer schön, also gut, okay, rauflegen bringt nichts, aber du siehst hier, welche Limits gelten, wenn keine weiteren Limits angegeben sind. Ne? Das heißt, wenn du keine Schilder hast in der City, dann darfst du in der City nur 30 fahren und wenn du keine, ne, oh gut, vielleicht, ich sehe gerade jetzt nur City und Local Roads. Was mit Highway und so. Na gut, wahrscheinlich, weil Highways immer eine Beschilderung haben. Wer weiß. Aber ja, so kannst du halt nachgucken, was für dich gilt, wenn nichts ausgeschildert ist. Der Aufsteller sieht so breit aus. Ist das ein Haus? Na, das ist ein bisschen ein Container. Sieht so breit aus. Bitte links halten. Na, das sowieso. Auf der rechten Spur fahren sie mir zu langsam. Bitte links halten. Scherz, sorry, Fahrzeugüberprüfung, aber ich soll leider links bleiben. Da kann ich leider nicht zu euch fahren. Hm, tut mir aber leid. Bye bye. So, warum ist der Pisser davon jetzt nach links gezogen? Kannst du dich bitte wieder rechts einordnen? Junge, du brennst mich voll aus. Oh, das ist doch nicht wahr. Hält der LKW schneller als der. Was ist mit dem los?
links halten. Deswegen, Leute, immer Finger aufs Bremspedal. Also, Fuß aufs Bremspedal würde es wahrscheinlich eher treffen in einem, in der normalen, ne? Aber, ja. Auf jeden Fall irgendein Körperglied aufs Bremspedal. Gut, das könnte man jetzt auch als Aufforderung zu... Ich fahr schon wieder so langsam.
Ah, diese schönen Steppen, ey. Auch wenn die Berge im Hintergrund recht klein aussehen. Gut, ich weiß nicht, ob die Menschen auch so klein sind. Aber die Steppe an sich ist schon relativ schön gemacht. Hat schon was. Ja, in der ersten Folge kam mir die Musik immer so laut vor. Irgendwie hat irgendwie. Ich glaube, mit den vielen Strichen ist doch ein bisschen sehr leise. Oder kommt mir gerade nur so vor? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, in der Folge schaffen wir die Mission wahrscheinlich nicht, ne? Es sind ja bloß noch 10 Minuten und wir haben fast noch die halbe Strecke vor uns. Wird eng. Bitte links
Aber sag mal, wie ist das eigentlich nicht? Kann es sein, dass sie es geändert haben, dass solange wie du schnelle Aufträge machst und es, also dass wenn es Nacht ist, dass dann automatisch am nächsten Morgen geskippt wird? Weil ich habe doch letzte Folge noch gesagt, dass eigentlich eine Nachtfahrt wird. Aber es ist das. Es wird jetzt gerade Nachmittag. Muss ich mir gleich mal die Folge angucken. Das ist ja interessant. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt gerade irgendwie. Wow. Das ist ja interessant. Wie sieht es überhaupt mit Schlafen aus? Ah, okay, wir haben 20 Stunden plus, wir können also locker einmal schlafen. Aber ich glaube nicht, dass wir es müssen. Weil wir brauchen noch 3 Stunden, dann ist es 18 Uhr. Also. 6 pm. Das Einzige, wo wir langsam drauf achten müssen, ist unser Sprit. Aber auch der sollte eigentlich noch reichen. Für die 200 Meilen. Nicht ganz. Wird knapp. Ja, wir müssen wahrscheinlich doch tanken. Ist doch bloß ein kleiner Tank. Ha. Leider sind ja halt überall nur Raststätten. Wir sollen auch wieder gucken, ob wir irgendwo mal durch eine Stadt durchfahren. Und dann tanken können. Aber erstmal gucken, wie wir durchkommen. Wie gesagt, das, ne, unsere Distanz und die Distance mit dem Fuel Tank da stimmen nicht ganz genau überein. Weil der Rechner ja gar nicht mein Fastel kennt, so. Das ist ja bloß eine Schätzung. Und die Schätzung geht immer näher aneinander. Also jetzt haben wir bloß noch einen Unterschied von 4 Meilen. Vorhin hatten wir noch 5 Meilen. Das heißt, die Differenz wird sogar weniger. Wir kommen also besser durch, als der Rechner berechnet. Ergo könnte es sogar sein, dass wir es sogar mit der Tankfüllung schaffen. Dann geben wir den LKW mit einem fast leeren Tank ab. Let's go. Jetzt guck mal, jetzt ist sogar noch eine Meile Unterschied. Ja, okay, das schaffen wir es ja locker. Dann schaffen wir es ja locker. Und das ist, obwohl wir 75 Mal pro Stunde fahren. Ne? Also, wir fahren ja schon flott. Und trotzdem verbrauchen wir weniger Sprit, als er annimmt. Jetzt schon ein Plus. Und zwar ganze 2 Meilen. Also, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Gedanken muss ich mir nur machen, weil die hier vor mir schon wieder so langsam fahren. Die Schweine. Und beide Spuren blockieren. Was ist schon wieder los mit denen hier? Jetzt hältst du den Kopf näher aus. Guck mal, jetzt geht's doch so schön bergab und wir müssen hier rumtuckern. Das ist doch nicht wahr. Schön auf meiner Spur bleiben hier. Digga, ich sehe aber immer nach rechts hier, was los mit mir. Ja, ich weiß, aber wir sollten es schaffen. Easy. Aber nur, wir filmen hier bald mal einen Rastplatz. Folge schon fast zu Ende.
Sieht ja geil aus. Nee, ich wollte eigentlich F drücken, nicht R. So. Das ist ja cool gemacht hier. Sehr schnieke. Ist das ein Bahnhof? Ach ja, hier, ein Gleis. Habe ich gerade gewundert, warum es aussieht wie ein Bahnhof und hier aber gar kein Gleis ist. Weil sieht doch voll aus, als wenn hier auch noch ein Gleis hingehört. Aber nee, es muss eine eingleisige Strecke. Der Zug passt gar nicht rein, kann das sein? Ne. Passt überhaupt nicht rein. Gut, die können ja direkt auf die Straße runterspringen. Let's go. Ja. Gut. Dann soll es für die Folge erstmal gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder.